Was ist ein Raspberry Pi? Genauer gesagt, der Raspberry Pi 3. Der Raspberry Pi ist ein voll funktionsfähiger Computer, genauer gesagt ein Einplatinencomputer mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten für zum Beispiel Bildschirm, Maus und Tastatur. Der Raspberry Pi ist mittlerweile in verschiedenen Versionen erhältlich. Das neueste Modell des Raspberry Pi, der Raspberry Pi 3, kostet um die 30 Euro. Im Grunde kann man damit alles machen, was man auch mit einem herkömmlichen Computer machen kann, wie zum Beispiel verschiedene Programme ausführen. Der Raspberry Pi ist aber besonders gut dafür geeignet, um eigene Software zu programmieren und in die Welt des Physical Computing einzusteigen. Was das ist, zeige ich unter anderem in den eingeblendeten Videos. Raspberry Pi besitzt eine GPIO-Schnittstelle, wo elektrische Bauteile, wie zum Beispiel eine LED, angeschlossen werden können und sich so steuern lassen. GPIO steht für General Purpose Input Output. Übersetzt bedeutet das ein Ausgabegerät für viele Verwendungszwecke. Beim Raspberry Pi 3 sind das 40 Pins, die aus der Platine herausragen. Dort kann man mit Jumperkabeln, wie schon gesagt, elektronische Bauteile oder Schaltungen anschließen. Die Idee entstand 2006 an der University of Cambridge. Den Lehrenden bereitete es Sorgen, dass die Kenntnisse der Studienanfänger im Fach Computer Science von Jahr zu Jahr schlechter wurden. Während Anfang der 90er Jahre die meisten Studienanfänger noch erfahrene Hobbyprogrammierer waren, brachten die Studentinnen und Studenten im Jahr 2000 nur mehr Erfahrung im Erstellen von Internetseiten mit. Es hat sich also in den 10 Jahren, die dazwischen liegen, etwas Grundsätzliches im Umgang mit dem Computer geändert. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits sind Schule, Lehrplan und Lehrende dafür verantwortlich, dass im Fach Informatik häufig nur der sichere Umgang mit Standardsoftware, also beispielsweise der Umgang mit einem Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm, vermittelt wird. Informatik ist aber mehr als das. Andererseits sind Computer teurer, komplexer und undurchsichtiger geworden. Die Hersteller geben sich große Mühe, diese Komplexität vor den Benutzern und Benutzerinnen zu verstecken, indem sie die Bedienung bzw. die Benutzeroberfläche so einfach und intuitiv wie möglich gestalten. Das führt dazu, dass sich viel zu wenige Schülerinnen und Schüler für die Technik, die hinter der Fassade steckt, interessieren. Auch wagt es heute kaum jemand, an einem teuren Notebook herumzuschrauben. Mit rund 30 Euro ist der Raspberry Pi ein ziemlich günstiger Computer. Da er ohne Gehäuse geliefert wird, sind die Hardware-Komponenten direkt sichtbar. Die speziell für den Raspberry Pi entwickelten Betriebssysteme und Programme ermöglichen einen einfachen Einstieg in die Programmierung. Jeder Computer benötigt eine Software, welche die Hardware-Komponenten des Computers verwaltet und den Betrieb des Systems steuert. Eine solche Software nennt man Betriebssystem. Diese ist normalerweise auf einer Festplatte, also einem Permanentspeicher, gespeichert. Beim Raspberry Pi übernimmt eine SD-Karte die Rolle der Festplatte.
Es stehen verschiedene Betriebssysteme zum kostenlosen Download zur Verfügung. Das Betriebssystem Raspbian kann ich nur sehr empfehlen. Außerdem muss der Raspberry Pi mit Strom versorgt werden. Dazu wird ein Micro-USB-Kabel und ein entsprechendes USB-Netzteil benötigt. Natürlich fehlt auch noch ein Eingabegerät, um den Raspberry Pi bedienen zu können. Es wird also eine Tastatur und eine Maus bzw. ein Touchpad benötigt, natürlich mit USB-Anschluss. Besonders gut eignen sich eine kabellose Tastatur und eine kabellose Maus mit einem USB-Empfänger, der an den Raspberry Pi angeschlossen wird. Zu guter Letzt wird noch ein Ausgabegerät benötigt, damit ist der Monitor gemeint, mit HDMI-Anschluss. Jetzt kann es also losgehen. Ich wünsche viel Vergnügen beim Arbeiten mit dem Raspberry Pi.